So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Pokémon Schwarz, wo wir auf dem Weg nach Marea City sind, dadurch, dass im letzten Part Camilla die Marea-Zugbrücke, ja, herunterließ. Jedenfalls hat sie ja so einen Anruf getätigt und die Brücke ist dann jetzt unten. Gelegentlich zeichnet sich oberhalb der Brücke der Schatten eines Vogel-Pokémon ab. Seine Federn gleiten anschließend sacht zu Boden und wenn man versucht, eine solche Feder aufzuheben, kann es mitunter vorkommen, dass man mit einem Vogel-Pokémon zusammenstößt. Ja, uninteressant. Wir radeln einfach rüber zu Marea City. Und schneller als man gucken kann, ist man jetzt in der Stadt des fünften Orden. Allerdings ist es jetzt, glaube ich, das erste Mal, wo ich hier Regen habe. Willkommen in Marea City. Na, wie findest du unsere Zugbrücke? Sie ist der ganze Stolz der Stadt. Aufgrund ihres eleganten Aussehens wird sie auch die Glurak-Brücke genannt. Naja, daraus einen Glurak zu sehen, ja, da muss man wirklich ziemlich viel Fantasie haben. Oh, ihr seid also die Trainer, von denen Camilla gesprochen hat. Ich bin Turner, der Arena-Leiter dieser Stadt. Einen herzlichen Empfang dürft ihr von mir aber nicht erwarten. Das Herunterlassen der Brücke ist schuld daran, dass diese Kerle von Team Plasma entkommen und jetzt in der Stadt auf freiem Fuß sind. Das ist aber ärgerlich. Wir sind natürlich sehr dankbar, dass ihr die Brücke für uns heruntergelassen habt, aber deswegen trifft uns doch wegen der Flucht keine Schuld. Ist ja auch egal. Fakt ist, dass ihr jetzt hier seid und dass dieser Lunken von Team Plasma in Stadt Irre abgehauen sind. Auch wenn das jetzt hart rüberkommt, aber ich verlange von euch, dass ihr diese Kerle für mich ausfindig macht. Ihr seid schließlich fähige Trainer, oder? Yeehaw! Ach ja. Wenn ihr die Kerle von Team Plasma findet, trete ich dafür auch in meiner Arena gegen euch an. Toll, was? So ist das Ganze ein Geben und Nehmen. Yeehaw! Einverstanden, ich war ohnehin auf der Suche nach Team Plasma. Ich nicht. Und wenn ich bei dieser Aktion ein paar von ihnen besiegen kann, werde ich dabei auch noch stärker. Ja, ich auch. Zwei Fliegen mit einer Klappe also. Nun, Fendim, ich gehe dann schon mal vor. Yeehaw! Yo, dann geh schon mal vor. Ich muss erstmal hier ins Trockene. Wenn du willst, verrate dir mal was, mein lieber Trainer. Mach dir keine Sorgen, falls einem deine Pokémon im Kampf mit einem anderen Trainer mal ein Item weggenommen wird. Das bekommst du nach dem Kampf nämlich wieder zurück. Einweg-Items sind und bleiben aber natürlich weg, nachdem man sie eingesetzt hat. Ja, gut. Ja, ziemlich nass. Was ist hier? Der Marktplatz von Marea City. Vielleicht können wir hier auch noch ein paar Sachen kaufen. Was gibt es denn hier? Es gibt da eine wundersame Medizin, die Pokémon wieder munter macht. Willkommen, kann ich helfen? Energiestaub, Kraftwurzel. Besser als nichts. So, was gab es noch hier so eine Marktteile zu kaufen? Medizin aus dem Ausland. Was haben wir hier? Hereinspaziert. Unsere Waren kommen ganz frisch und direkt vom Erzeuger. Eine Flasche Kumo-Milch kostet nur 500. Na, wie wär's? Als kleine Stärkung für die Reisen? Jo, ein Dutzend bitte. Gut, damit haben wir dann jetzt schon mal ziemlich gut Charles, der alles leer gekauft hat. Aha. Hallo, toll, dass du hier bist. Möchtest du was Schönes haben, yo? Wenn ja, dann zeig mir nochmal ein Pokémon Level 30 oder höher. Verdammt nochmal, das dauert wohl auch noch ein bisschen. Na gut, aber die Markthalle können wir auch noch von einem anderen Ort aus betreten. Und hier haben wir erstmal eine Riesenperle gefunden. Tja, schön. Eine Riesenperle.
Aber trotz allem, wir müssen uns gleich erstmal auf die Suche nach Team Plasma machen. Auf der Suche nach Team Plasma, hier in Maria City, wo es regnet wie aus Eimern. Aber ich weiß eigentlich jetzt wirklich nicht so genau, ist das der Sack jetzt hier normal? Wenn man also beim ersten Mal Maria City betritt, dass es hier wie aus Eimern gießt? Oder ist es jetzt rein zufällig? Warum ich hier rumlungere? Weil ich Lust darauf habe, deshalb. Ach ja, wenn nur eines meiner Pokémon Surfer bashen würde, dann könnte ich ganz gemütlich übers Wasser gleiten. Und dann schon mal ein legendäres Pokémon fangen. Kobalium. Es gibt Pokémon, die mich durch den Tausch mit jemand anders weiterentwickeln. Ist doch Wahnsinn, oder? Warum entwickeln sie sich da aber weiter? Strahlung. Ich würde ganz einfach mal sagen, es liegt an der Strahlung, die dabei freigesetzt wird beim Pokémon-Tausch. So was ist das? In der Nähe der Tiefkühlcontainer findest du ein paar Kinder, die Pokémon fangen und trainieren. Tiefkühlcontainer. Ah. Zum Tiefkühlcontainer gelangt man durch die Lücke zwischen dem Zaun und diesem Container hier. Aha. Phantom, meinst du wirklich, dass die Typen von Team Plasma da drin sind? Kälte ist ja nicht mein Ding, aber es hilft wohl nichts. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Nervig. Hey, das ist mein Text. Das ist mein Text mit nervig. Aber gut. Hallo. Wie dem auch sei, mich beschäftigt irgendwie immer noch, was der Champ gesagt hat. Gibt es für Trainer etwas Wichtigeres, als stark zu sein? Ach, ich kann darüber nachdenken, so viel ich will. Ich verstehe jetzt einfach nicht. Das nervt, aber wir sollten uns echt mal da drin umsehen. Okay. Hey, hast du irgendjemanden gesehen hier? Du kannst hier gerne ein bisschen herumdollen, aber sei bitte vorsichtig. Der Boden ist an manchen Stellen gefroren, ist also ziemlich glatt. Ja, an manchen Stellen also ziemlich glatt. Das könnte jetzt hier der Rückweg gewesen sein. Oh, verdammt nochmal. Diese weißen Flächen habe ich jetzt eigentlich nicht so angesehen dafür. Ah, Siedewasser, nett. Aber kann aktuell noch keine meiner Pokémon erlernen. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Wenn es kalt wird, zieh dich warm an. Das sagt uns der gesunde Menschenverstand. Und Birder arbeitet in einem Tiefkühlcontainer. Sowieso, Tyson. Grillmark. Wird also jetzt hier eingesetzt in diesem Kampf. Na gut, walzen wir mal wieder los. In dieser Stadt gibt es übrigens hier auch die VM Fliegen. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wann genau. Nach dem Arena-Kampf? Oder schon irgendwann vor dem Arena-Kampf noch? Da bin ich mir wirklich nicht so recht sicher. Schön, unsere Gegner haben wir ordentlich gut niedergewalzt. Aber den Arena-Kampf werden wir wohl heute nicht mehr starten können. Was macht ein munteres Kind wie du an einem so eisig kalten Ort wie diesen? Wie wäre es mit einem Pokémon-Kampf, um dir ein wenig aufzuwärmen? Oh, nicht nötig, wir haben unsere eigene Heizung mit dabei. Verkokel. Isaac und Sodamak. Ich versuche es aber trotzdem mal mit einem Armstoß. Wir bräuchten dringend mal eine neue Kampfattacke.
Wir bräuchten sowas von eine neue Kampftechnik. Schön, setzen wir den Kampf mal fort. Windschnitt mit Fleckneul und weg um die Eck ist Praktibalk. Der Kampf hat mich aufgewärmt, aber mein Herz gefriert ob dieser Niederlage. Naja, die Arbeit in so einem Tiefkühlcontainer stelle ich mir ehrlich gesagt auch nicht gerade sehr angenehm vor. Überhaupt nicht. So, jetzt erstmal eine Kumomilch benutzen. Kalzium ist immer gut für die Knochen. Milch ist gut gesund. Stellt sich mir jetzt bloß die Frage, ob wir hier überhaupt im richtigen Bereich sind. Obwohl ich hier im bitterkalten Tiefkühlcontainer stehe, bin ich Feuer und Flamme für den nächsten Kampf. Was für ein Eifer, was für ein Elan. Was für eine Kampfgeistflamme. Arbeiter. Keine Ahnung, soll es jetzt ein M darstellen? M-Laden? Tja, dann eben so. Arbeiter, M-Laden. Oder im Laden, am Laden. Dingenskirchen. Let's go! Wir werden dich besiegen, wir werden weitere EP kriegen. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja sogar wirklich irgendwo hier die Leute von Team Plasma. Bin mir allerdings dabei jetzt nicht so sicher. Wobei ich mir natürlich sicher bin, war, glaube ich, die Tatsache, dass es vor dem Tiefkühlcontainer ein paar Eis-Pokémon, glaube ich, gab. Ah, sieh mal an, der Bodycheck. Damit hätten wir jetzt schon mal. Wie, wo, was? Eine neue Technik. Für Verkorkel. In den Tiefkühlcontainern gibt es niemanden, der so gut mit Eis-Pokémon umgehen kann wie ich. Schön. Ich bin darüber hinaus jemand, der besser Eis auftauen kann, als wer jemand sonst. Nein. Ah, was ist das jetzt? Also gut, dann eben so. Ich kann besser Eis-Pokémon schmelzen. Zum Schmelzen bringen, als du Pokémon vom Typ Eis beherrschen kannst. Na, ja, das hört sich auch irgendwie falsch an. Ich kann besser deine Eis-Pokémon zum Schmelzen bringen, als du mit deinen Eis-Pokémon kämpfen kannst. Nee, irgendwie ist da jetzt ein Wurm drin mit dem Gesabbel. Haut wirklich noch nicht so gut hin in diesem Part. Trotz allem Praktibalk ist gleich besiegt. Ob Scheren aktuell irgendwas hier tut, ist eine andere Frage. Wir haben auf jeden Fall jetzt den Arbeiter Kuno besiegt.
und einen Eisteiler gefunden. Tja, Gefrierbrand ist hier irgendwie vorprogrammiert. Bei so einer Arbeit. Lass uns kämpfen! Tja, ich habe jetzt eigentlich wirklich gleich den gesamten Tiefkühlcontainer mal untersucht. Höchstwahrscheinlich kommt die Plasma dann gleich erst irgendwo aus ihrem Versteck heraus, wenn ich erstmal eine Runde hier fertig gedreht habe. So war es sicherlich gewesen. So, aber jetzt erstmal eine gepflegte Einwechslung von Fleckneu. Vielleicht sollten wir ab dem Punkt wirklich mal wieder auf unser Flug-Pokémon zählen. Mir schlottern die Knie vor lauter Kälte. Tja, Augen auf bei der Berufswahl. Okay, den Eisteiler brauchen wir nicht. Brauchen erstmal die Kumo-Milch. So, Regeneration der Lebenspunkte erfolgreich. Und einen Hypertrank gefunden. Schön, schön. Aber mehr haben wir jetzt hier... Oh, warte mal, es gibt ja noch einen Container im Container. Hä? Was meinst du, ist da drin jemand? Jo. Dann wollen wir mal was? Jo. Gehen wir in den Container des Containers rein. Hallo. Gab es hier etwa die VM Flieben? Neben Violakios? Hier da. Schaut euch näher um mich! Ihr ertragt diese Kälte nicht mehr! Sieh an, ihr hattet euch also tatsächlich hier drin versteckt. Wenn euch übrigens wirklich so kalt ist, kann ich euch nach draußen führen. Auch wenn ich keine Lust dazu habe. Die Pokémon-Freunde unseres Königs befinden sich hier in unserem Gewahrsam. Wir dürfen auf keinen Fall riskieren, dass sie verletzt werden. Also los, Team Plasma, vertreibt die Eindringlinge! Dein Wunsch ist uns Befehl, großer Weiser, ihr da, ihr Rotznasen. Ihr werdet gegen uns kämpfen. Phantom, ich würde sagen, wir machen halbe-halbe. Jeder von uns übernimmt eine Hälfte von denen. Okay, wo fangen wir an? Ich gehöre definitiv zu den Stärkeren in Team Plasma. Nur damit Bescheid weiß. Dann mal los. Oh, das war eine Rüpeline. Immer recht schwer zu erkennen bei Rüpeln. Der Generation 1 bis 5. Bei den Rüpeln der Generation 1 bis 5 kann man es nun wirklich schlecht erkennen, ob er sagt, die Rüpel nun Männlein oder Weiblein sind. Wobei in der ersten Generation war es, er sagt, noch am einfachsten. Da gab es bloß Rüpel. Geniale Pläne werden immer von jemandem sabotiert, damit habe ich gerechnet. Gut, weiter. Wer will als nächstes Dresche? Gerade als wir uns in der Nacht vor dem Container versammelt hatten, um all die gestohlenen Pokémon zusammen wegzuschaffen, hat uns Turner die Nervensäge entdeckt und der Aktion ein Ende gesetzt. Aha. Kämpft ihr beide jetzt? Das war jetzt der gleiche Text.
Schade, ein Doppelkampf wäre jetzt eigentlich auch nicht übel gewesen. Aber gut, man muss das Ganze hier noch ein bisschen in die Länge ziehen, damit man nicht sofort den Arena-Kampf gegen Turner bestreitet. Aber ansonsten habt erstmal Verkokel gut nachgelevelt. Als nächstes müssen wir uns darum kümmern, dass dann auch Vegimak ein bisschen nachlevelt. Das könnten wir dann sogar auch mit der Arena machen, was ich auch vorhatte. Andererseits wiederum, sollten wir gleich die VM-Fliegen wirklich schon kriegen, dann könnte das Ganze auch erstmal andersrum gehen. Unser Wasser-Pokémon zu trainieren, bevor dann das Training von Vegimak kommt. So wie ich vor Kälte zittere, war an einen Sieg irgendwie nicht zu denken. Tja, halbe halbe irgendwie. Ja, drei Trainer hätten wir dann gleich schon mal besiegt. Tiefgekühltes Plasma. Einmal tiefgekühltes Plasma. Wird dann hier bekämpft. Waren gegen Gift-Pokémon nicht eigentlich Gesteinsattacken nicht auch wirksam? Na, wahrscheinlich war das wirklich bloß gegen Käfer-Pokémon. Und Feuer-Pokémon. Flug-Pokémon. Und sonstiges. Na, hast du endlich genug, oh Mann! Wäre ich ein Pokémon, dann nur vom Typ Verlierer. Eine eiskalte Erkenntnis. Setter, irgendwie bin ich auf einmal so müde. Ich gehöre sehr wohl zu den Stärkeren in Team Plasma. Das hatten die drei vor dir auch schon gesagt. Also diesen Anfangstext hätten sie sich nun wirklich sparen können. Ist aber wirklich verwunderlich, dass wir nach diesem Aufenthalt keine Erkältung kriegen. Tja, aber wenigstens haben wir dann gleich schon mal Level 30 mit Verpokel erreicht. Haben gut nachgelevelt. Lang lebe Team Plasma! Nachwort. Die Pokémon, die mit den Menschen kooperieren, machen nach außen zwar einen vergnügten Eindruck, doch in Wahrheit leiden sie. Daran besteht für mich kein Zweifel. Howdy! Sieh an, Arm! Da habt ihr euch aber ein kühles Örtchen als Versteck ausgesucht. Also dann, Männer, schnappt euch diese Pokémon-Diebe! Alles klar, Turner! Boss! Los auf! Und weg sind sie. Respekt, ihr seid ja gar nicht mal so schlecht. Also gut, versprochen ist versprochen. Kommt in Main Arena und stellt euch der Herausforderung. Hee-haw! Ich habe für die Ziele von Team Plasma überhaupt kein Verständnis. Was für eine Schnapsidee, die Menschen und die Pokémon voneinander zu trennen. Das lief im Grunde darauf hinaus, dass die Pokémon für uns auf dieser Welt nicht mehr existieren würden. Was sind diese Kerle von Team Plasma nur für ein lästiger, bornierter Haufen? Komm, Phantom, hier ist es so kalt, lass uns lieber nach draußen gehen. Ja, gleich.
erstmal nochmal sehen, was war das jetzt die VM oder? Es war bloß ewiges Eis. Ah, von wem haben wir jetzt die VM Fliegen bloß gekriegt? Hier in der Stadt. Von irgendjemandem hatte man die VM gekriegt. Oh, hier gibt's noch einen Trainer. Arbeiter, teilen Sie das Gewicht Ihrer schweren Ladung mit Pokémon. Ich bin nur ein Teenager, aber auch mir stehen meine Pokémon helfen zur Seite. Tja, Teenager Olaf. Dich und deinen Rollum schicke ich gleich mal nach Hause. Mit einem gepflegten Walzer. So, gleich wissen wir auf jeden Fall, wann es die VM Fliegen gab. Okay, ich musste da jetzt mal kurz mal nachgucken und die Antwort des Ganzen ist, wir müssen noch einen Kampf gegen Bell bestreiten. Ehe wir dann natürlich die VM Fliegen kriegen können. Stellt sich jetzt bloß auch mal wieder die Frage, wann genau kämpfen wir gegen Bell? Nach oder vor dem Kampf gegen Turner? Wow, du bist mit deinem Pokémon noch besser befreundet als ich. Tja, gehen wir dann jetzt doch mal lieber wieder zurück zur Stadt. Na gut, erst einmal wieder gepflegt heilen. Und uns dann natürlich ein bisschen beeilen. Aber trotz allem, ich sehe jetzt aktuell nicht so recht die Vermutung, dass wir gegen Bell jetzt in diesem Part noch kämpfen werden. Muss dann wohl höchstwahrscheinlich wirklich erst nach dem Arena-Kampf passieren. Ist das die Arena gewesen? Der alte Mann auf Route 6 ist auf der Suche nach einem legendären Pokémon. Hat das deine Neugierde geweckt? Dann schau doch mal bei ihm vorbei. Ist das jetzt hier die Arena gewesen? Nö. Nö, das war jetzt, er sagt, nur ein... Naja, Freizeitzentrum vielleicht. Aber wo war jetzt hier die Arena? Oh nein. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Turner. Ich gehöre zu Team Plasma und man nennt mich GCS. Ich bin hier, um meine Kameraden in Empfang zu nehmen, um die ihr euch ja so freundlich gekümmert habt. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Deinen Dank kannst du dir ersparen. Deine sogenannten Kameraden wurden dabei erwischt, wie sie Pokémon entführen wollten.
Oh, da muss aber ein Missverständnis vorliegen. Wir haben es uns lediglich zur Aufgabe gemacht, Pokémon aus den Fängen böser Menschen zu befreien. Na, wenn das mal stimmt, ey. Meine Ausdrucksweise ist zwar manchmal etwas direkt, aber ich bin eben ein ehrlicher Typ, voll texanisch. Du hingegen drückst dich zwar gewählt aus, machst aber ansonsten einen recht dubiosen Eindruck auf mich. Also, was willst du mir sagen? Wir von Team Plasma haben nachhaltiges Interesse an Maria City. Da sind wir hier auch mit vielen unserer Leute vertreten. Ob das so stimmt oder nicht, ich weiß natürlich nicht, aber dass du sogar ohne zu kämpfen als Sieger hervorgehst, sollte schon für irgendwas gut sein. Hör, also schon, nimm deine Leute und verschwinde von hier. Eine wahrhaft weise Entscheidung, Chef des Untergrundes. Deine Gabe, eine Situation binnen weniger Minuten richtig einzuschätzen, beeindruckt mich wirklich sehr. Wohlan, es ist an der Zeit, mich zu empfehlen. Gestattet, dass ich mich nun mit meinen Kameraden zurückziehe. Vielen Dank, werter GZS. Aber, mein Guter. Schließlich arbeiten wir zusammen für den König und gehören beide zu den sieben Weisen, oder nicht? Über den sieben Bergen, über die sieben Meere. Nur dann, ihr guten Leute, eines Tages werden wir einander gewiss wieder begegnen. Gehabt euch wohl. Und der Friede sei mit euch. Amen. Und weg sind sie. Tut mir leid, dass es so gekommen ist, besonders nachdem ihr die Kerle aufgespürt habt. Erholt euch erstmal von dem Schock, aber vielleicht starten wir danach doch noch unseren geplanten Pokémon-Camp. Lasst mich nicht zu lange warten, hört ihr? Gut. Nun, wir haben sowieso versucht, Kämpfe mitten in der Stadt zu vermeiden. Trotzdem wird dieses Gefühl nicht los, dass hinter diesen GZs mehr steckt, als es auf den ersten Blick scheint. Also, ich werde mal zusehen, dass ich meine Pokémon noch ein wenig trainiere. Gegen diesen Turner will ich nämlich auf keinen Fall verlieren. Im Gegenteil, ich werde mir meinen Orden mit Bravour holen. Ja, ich werde meine Pokémon nicht mehr trainieren. Ich werde dann ganz einfach im nächsten Part die Arena absolvieren. Irgendwie. Und Vegimak wird die Hauptrolle spielen. Bis dahin sage ich dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.